So, erstmal hier lang. Dann einmal rasten. Wer rastet, der rostet. Warum leuchtet das Rastding? Ich finde es schade, dass ich nicht alles auf einmal aufhöre. Das wäre immer. Was bringt mir eigentlich das Forum? Intelligenz. Ja. Irrgarten, Heimlichkeit, Handwerksladen. Warte mal kurz. Hehe, wir haben ja noch gar nicht in den Kuriositätenladen reingeschaut. Den haben wir ja auch noch. Ja, es fehlen nur noch die Mauern. Da wird wahrscheinlich auch kein Bandit mehr so schnell wagen, uns anzugreifen. Ich meine, welche Banditen sind so blöd und greifen eine völlig ausgebaute und stark verteidigte Festung an? Wenn die Mauern noch wie Ruinen aussehen, dann ist es klar. Kuriositätenladenbesitzer. Was hast du anzubieten? Vitrak-Gehirne, die nehme ich alle drei. Hast du auch Rubinchen? Nein, hast du leider nicht. Schade. Keine Rubine bedeutet nämlich keine Qualitätsverbesserung. Grrr. Macht nichts, ich hoffe, ich bekomme Zwillingsulmen. Welche kaufen? Und ich würde das wirklich echt Mist finden, wenn ich nicht mehr nach Trutzbuch zurück kann, um die eine Quest abzuschließen. Das schlaucht mich immer noch ein bisschen, dass ich Asche des Glaubens nicht abschließen könnte. Nein. Erst rasten. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Eine Weitlandpfade. Wo ist mein Übungsgelände? Ein ethiorianischer Würdenträger. Angesehener Besucher bringt Schutz und Prestige. Das ist cool. Und ich kann echt nicht mehr nach Trutzbucht rein. Sturmwallschlucht, okay. Wenigstens habe ich jetzt die drei kopfgeldige Aufträge in der Richtung abgeschlossen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nicht mehr in diese Richtung gehen. Ich müsste wirklich nur noch mal in die Feuerfälle, um dort hier fließt das Wasser ab und hier ist alles trockengelegt. Moment mal, ich will jetzt noch einmal hier reinschauen, ob ich hier drin noch irgendwas machen kann. Die 5 Minuten Zeit nehme ich mir nochmal. Und ja, ich weiß, ich ziehe das Let's Play irgendwie ein bisschen. Aber es macht mir irgendwie so viel Spaß, hier in dem Spiel alles so zu erkunden. Und nochmal alles genau unter... Ey, das Wasser hier ist weg. Weggehen. Das Wasser hier ist tatsächlich weg.
Es hat sich tatsächlich was geändert dadurch. Cool. Ja. Gut. Dann seilen wir uns hier mal ab. Nach unten. Also, die Treppe ist eingestürzt und hat ein gähnendes Loch zum Stockwerk darunter zurückgelassen. Nach unten sehen. Das untere Stockwerk ist dunkel, doch du siehst Wasserpfützen und Pilze, die auf den Steinoberflächen wachsen. Einen Greifhaken an der Kante befestigen und hinunterklettern. Du befestigst einen Greifhaken und an einem Spalt in die zerstörte Treppe und wirfst das Seil hinab. Als du das Seil hinabgleitest, hörst du das Tosen vom Wasser. Es klingt, als würde der See aus der Schlucht auch immer in irgendein entferntes Reservoir abfließen. Plötzlich lässt ein gewaltiges Beben die Höhle entzittern und du spürst, wie dein Griff am Seil sich löst. Allerdings gelingt es, dich festzuklammern, bis das Beben nachlässt. Du erreichst den Boden, deine Füße landen platschend in einer Pfütze. Habe ich tatsächlich jetzt den unteren Bereich gefunden? Okay, wir haben einen neuen Bereich entdeckt, Laremen. Okay, hier sind solche Waldwesen. Und nicht gerade wenige. Let's go! Okay, Sprollinge sind keine Gefahr, wirkliche Gefahr mehr. So. Gefahr gebannt. Wir gucken erstmal, ob hier genau eine Falle ist. Falle entschärft. Ein Ring der Befreiung. Hm. Den nehmen wir mal gerne mit. Let's go. Einer von euch ist wirklich nicht gefährlich. Au. Nicht, wenn aber alle sich da hinten verkanten, weil Hagrim im Weg steht. Found something. Hey, cool, ich habe ein Secret gefunden. Au, wer schießt denn da? Au. Ach so, eine für sich verbreitende Seuche. Au. Armschienen der spirituellen Kraft. Zauberschadensmultiplikator. Alof, das ist was für dich. Plus 10% Zauberschaden. Jawohl, das ist was für Alof. Ja. So, das hat nachgelassen. Diese Knochen sind schon teilweise zersetzt. Sie sind mit dickem Schleim überzogen. In Ewigkeit verbundene Seele. Ah, da drüben ist noch so ein Pfiff. So ein Menpivgra. Warum schleichen die so schnell? Ich habe ja keine schnelle Bewegung an. Oder so kommt mir das gerade nur so vor. Let's go. Ein Sumpflaurer? Ich wollte gerade sagen, da ist ein Waldlaurer. Oh, da fällt mir nebenbei was ein. Dir wollte ich eigentlich einen Bogen in die Hand drücken. Achso, du hast einen Stab. Na, dann nimm den erstmal. Hm. Was steht hier? In Ewigkeit verbundene Seelen. Sure. Ein paar Sumpflaurer. Sporlinge. Komm, Alof, du kannst mal zaubern. Bombardier einfach den Sumpflaurer so lange mit schwachen Zaubern, bis er umgeht. Wo
Wobei, so schwach ist der Zauber eigentlich gar nicht. So, und jetzt den Sporling. Der Zauber hat es eigentlich in sich. So. Orlans Wiege. Hm? Okay, hier ist noch eine Vase, die wir aufheben können. Ah, ich dachte schon, das wäre ein Rubin, aber es sind nur Granate. Also, die Mehrzahl von Granat, nicht Granaten. Learemen. Hm. Wo geht's hier raus? Kommen wir jetzt unten an der Sturmwallschlucht wieder raus? Das wäre lustig. Weil ich wüsste sonst ehrlich nicht, wo wir nach Steinen im Wasser suchen sollten für dieses Ritual. Wo sind wir? Tatsächlich, wir sind unten an der Sturmwallschlucht. Okay, hier sind noch mehr solche. Endlich kommt er. Wer seid ihr? Bleiner Schlüsselzauberer. Sieh an, sieh an. Eine Frau in Ruhm, flankiert von einer bewaffneten Gruppe, genießt jedes Wort, ehe sie das nächste flüstert. Endlich. Du hättest diesen Trutzbuch bleiben sollen. Sie lächelt ein fahles und volles Lächeln, das unter ihr eingefallenes Kinn fällt. Aber ich bin froh, dass du nicht so klug warst. Ich freue mich auf diesen Moment, seit du dich wohl sie den Weg gestellt hast. Das ist sie, die andere. Eine Frau in der Gruppe deutet mit ihrer Arkebuse auf Palegina. Haben wir nicht auch nach ihr gesucht? Hm, ja, sie kneift die Augen zusammen und mustert Palegina. Eine dunkelhäutige Frau mit Federn. So nicht viele von deiner Sorte kann es hier ja nicht geben, was? Sie lächelt mit einer seltsamen Herzlichkeit. Palegina stellt ihre Federn auf und ihre goldenen Iriden verengen sich, verschluckt von der Schwärze ihrer geweiteten Pupillen. Und warum solltet ihr nach mir suchen, Aimika? Aus demselben Grund, warum ich nach ihm suche. Ihr Funkeln über ihrem gelassenen Lächeln. Ihre Augen funkeln über ihrem gelassenen Lächeln. Du solltest wissen, kleines Vögelchen, niemand will Lieder über Verschwörung hören. Ihre Stimme wird tiefer und bedrohlicher. Das weckt in uns nur den Wunsch, dir den Schnabel zu stopfen. Irgendwelche letzten Worte nach all den Mühen, die du dir gemacht hast? Wäre ein stilles Ende doch ein Jammer. Bringen wir es hinter uns? Gut, endlich geschieht mal etwas. Ich kann ein wenig rechtschaffende Gewalt brauchen. Geh, bevor du noch zu Schaden kommst. Es wird niemand still enden, solange ich atme, Mörder. Geh, bevor du noch zu Schaden kommst. Du hast ein edles Herz. Die Frau benutzt sich die Lippen. Ich werde es mit Freuden brennen sehen. Zeit ist zu beenden. Okay, Alof darf schon mal was Großes abfeuern. Und da darf er kleine abfeuern. Ich dachte eigentlich, ich hätte das. Das wäre schon pro Begegnung. Oder füllt sich das nur bis zu 4 wieder auf? Egal, ballern wir einfach mal rein. So. Was das jetzt? Damn the ambassador. I told him there was a conspiracy. Again and again I was ignored. Then the Duke's death, the riots and now this. If the leaden key is targeting me, we need to warn the ambassador in first fires. Diese verfluchte Botschafter. Ich sagte ihm, dass es eine Verschwörung ist. Wieder und wieder werde ich ignoriert. Dann kam der Tod des Duks, die Aufstände und nun das. Wenn der bleierne Schlüssel mich ins Visier genommen hat, müssen wir den Botschafter in Urfeuer warnen. Ja. Okay, hat jemand was Tolles? Macht plus 3 Gürtel? Also erstmal Geld. Einen Wälzer für Alof. Guter Panzerbrecher, guter Arkebuse.
Wenn ich nicht eine super Akebuse finde, also eine gelbe, dann interessiert es mich nicht so wirklich. Regeneration, okay, das ist egal. Schaden durch kritische Treffer verringert.